Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. Februar 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zurzeit in Tierkreiszeichen Wassermann. Mond bewegt sich relativ schnell im Vergleich zu Planeten und hat mehrere Verbindungen und vermittelt uns diese Energie, was die Sterne aussagen oder ausstrahlen. Der eine Stern ist Prinzeps, übersetzt heißt es Prinz. Und diesem Prinz, diesem Stern, Prinzeps, befindet sich im Sternbild Bärenhüter. Bedeutet Wohlstand und Kraft und Stärke. Also heute sollen wir Kraft zeigen, mutig zu sein, Stärke zu zeigen, uns durchsetzen. Die nächste Stern, was auch beeinflusst die heutigen Mondbewegung, heißt Kambalia. Übersetzt heißt es Geheimnis, Geheimnisse des Geistes. Das kann die spirituelle Richtung sein oder übernatürliche Wahrnehmung, aber auch irgendwelche Geheimnisse. Entweder weil wir erfahren Geheimnisse oder wir sollen unsere eigenen Geheimnisse bewahren. Die nächste Stern, was auch einen Einfluss hat an die heutigen Mondbewegung, das ist kein Stern, das ist ein Sternbild und das ist das Kreuz des Südens. Diesem Sternbild, Kreuz des Südens, ist nur im Südhalbkugel sichtbar und dient zum Orientierung, weil in diesem Kreuz des Südens besteht vier wichtigen Sternen wie ein Kreuz, befindet sich die Südpol. So ähnlich wie im Nordhalbkugel das Nordpol oder Polarstern im kleinen Wagen oder kleinen Bär. Also zurück zum Kreuz des Südens beeinflusst die heutige Mondbewegung. Themen sind religiöse Themen oder Glaube oder Spiritualität, Mystik. In die Nähe von Kreuz des Südens befindet sich ein dunklen Wolken und diese dunklen Wolken heißt Kohlensack. Und diese dunkle Wolken vermittelt auch Geheimnisse und Magie und Mystik. Also das hat einen Einfluss auf die heutigen Mondbewegung. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Wassermann in Osthorizont auf. Und im gleichen Moment geht im Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Löwe. Astrologisch bedeutet das Aszendent, Deszendent, also das Ich, das Selbst, das Selbstbild, das Auftreten oder Ausstrahlung, das steht im Einfluss im Tierkreiszeichen Wassermann. Und gegenüber liegt es du, das Seelenpartner. Also handelt sich das um Liebe und Partnerschaft und das befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Löwe. Natürlich, der Planet Venus hat auch einen Einfluss auf die Liebe und dieser Planet, dieser Liebesplanet Venus bewegt sich zurzeit auch im Tierkreiszeichen Wassermann. Nicht nur dieser Aszendent, Deszendent und Planet Venus beeinflusst das Liebesleben und das ist wichtig, Löwe und Wassermann, auch die, wo Wassermann Aszendent haben oder Löwe Aszendent haben, sondern hier bewegt sich auch die karmischen Knoten. Und das sind karmische Begegnungen. In Praxis kommen bei mir zurzeit häufig solche Fragen und ich stelle fest, sie haben alle einen Bezug entweder zu Tierkreiszeichen Löwe oder Tierkreiszeichen Wassermann. Entweder die Mond steht im Löwe-Wassermann oder die Sonne steht im Löwe-Wassermann oder die karmischen Knoten oder die Aszendent. Also das ist mir gerade auch so aufgefallen und dann kommen die Fragen über die karmische Beziehungen. Also das löst auch aus und das ist
die Zeitqualität gerade und das Erleben, die Menschen, die in Tierkreiszeichen Löwe geboren sind oder im Wassermann geboren sind oder haben diese Aszendent oder die karmischen Knoten, befindet sich entweder im Löwe oder im Wassermann. Und schauen wir, wie wirkt das auf die einzelnen Tierkreiszeichen. Also die Wassermanngeborenen ist wichtig, das Selbstbild, das Auftreten, wahrgenommen werden. Sie machen auch etwas, entweder verändern sie die Einstellung oder haben sie einen anderen Auftreten oder ändert sich die Mode oder die Frisur, wie auch immer. Sie achten gerade auf ihr Erscheinungsbild, aber spiegelt etwas im Leben, weil das, was gegenüber liegt, steht als Spiegel da. Und das ist das Du, also Partnerschaft. Und hier gerade, wenn das die Karma auch eine Rolle spielt, kommen karmische Begegnungen. Gespräche sind auch sehr wichtig gerade. Entweder eine wichtige Nachricht kommt oder wichtige Termine oder ein Vertrag. Also die Kommunikation ist auch ein sehr wichtiges Thema bei den Wassermanngeborenen. Aber achten auch die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Das kann ein Hindernis sein. Also die rechtlichen Situationen, das erschwert momentan die Wassermanngeborenen, entweder weil das zieht sich zu lang oder sie erleben gerade Ungerechtigkeit oder haben eine rechtliche Lage, eine Trennung, ein Scheidungsprozess oder eine erbschaftliche Sache, wie auch immer etwas Gerichtliches. Nicht jede einzelnen Wassermanngeborenen trifft das zu, aber die, wo gerade rechtliche Situation haben oder etwas im Gericht, die haben zurzeit Schwierigkeiten. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist auch wichtig, das Selbstbild, das Auftreten, die Selbstdarstellung, weil sie möchten auch wahrgenommen werden. Und sie haben auch die Wunsch nach Liebe, Partnerschaft. Aber sie fühlen sich bisschen beengt, also sie sollen sich selbst im Glanz zu bringen, befreit fühlen, mal richtig aufatmen, dann kommt das alles im Fluss. Es steht kein Hindernis da. Die einzige Hindernis, was sein kann, wenn die alten Erinnerungen, alten verletzten Gefühlen hochkommen. Die Gespräche verlaufen mit Leichtigkeit, auch in die Liebe, Partnerschaft, sollen die Fischengeborenen auch diese Leichtigkeit verspüren. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist noch Thema Werte, Wertschätzung, Finanzen, aber auch dieses Selbstbild, die Selbstdarstellung. Die Wiedergeborenen haben auch die Bedürfnis nach Veränderungen, im Mittelpunkt zu stehen, etwas erreichen, wahrgenommen werden und da zeigen die Wiedergeborenen auch gerade Kraft und Mut und sie können sich zurzeit sehr gut durchsetzen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist ein bisschen beschränkt die Thema Liebe, Partnerschaft. Sie sollen momentan eher zurückhaltend sein oder abwarten, bis der richtige Moment kommt. Nicht nur die Liebe, Partnerschaft gibt diese Einschränkungen, sondern das, was die Gespräche betrifft. Es ist schwierig, momentan etwas zu klären. Oder sie warten auf eine Nachricht und das kommt noch nicht. Aber es wird in die nächste Zeit Verbesserung kommen. Was wichtig ist bei den Stiergeborenen zurzeit, und das können sie in Ordnung bringen, das sind die Finanzen und die Werte und die Wertschätzungen. Aber bitte keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen zu tun hat, weil die Gefahr ist zu hoch, die Risiko ist zu hoch, dass dieses Geld zu verloren geht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborene brauchen Sicherheit, Stabilität. Sie kümmern um die wohnliche Situation. Einige Zwillingsgeborenen ändert sich etwas, Umzug, eine Veränderung, neue Einrichtung. Aber dieser Boden, eine feste Boden unter den Füßen oder etwas gründen, das ist gerade ein wichtiges Thema. Aber kommt auch Bewegung, Kontakte, besonders was die Verwandtschaft betrifft oder Nachbarschaft. Da kommen die Einladungen oder ein Besuch, da bewegt sich einiges. In die Liebe, Partnerschaft haben die Zwillingsgeborenen auch Glück und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten und vor ein Vertrag oder ein Termin kann auch vorteilhaft sein, gerade bei den Zwillingsgeborenen.
Die tierkreiszeichnenden Krebsgeborenen verspüren die schöpferische Kraft und sie haben tolle Ideen, beruflich etwas zu verbessern. Und sie haben auch die Mut und die Kraft, das auch durchsetzen. Es gibt Momente, wo ein bisschen verunsichert sind, aber haben ein gutes Gefühl dabei. Und auch dieses Feingefühl, wann sollen wir etwas starten, wann sollen sie aktiv sein. Und sie sollen auf diese Intuition vertrauen. Bei den Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig jetzt gerade die karmischen Neuaufgabe oder Lernaufgabe oder eine neue Begegnung. Und das sind karmische Verbindungen. Und das spiegelt auch etwas im Leben, weil gegenüber im Tierkreiszeichen Wassermann bewegt sich die Liebesplanet Venus, also spiegelt etwas für die Löwengeborenen, wie wichtig das ist, gerade die Partnerschaft. Aber nicht nur warten und Erwartungen haben, sondern auf anderen zugehen. Also weil hier bei diesem gegenüberliegenden Position ist wichtig, dass man in die Mitte trifft, also das Ausgleichen und ein Stück auf anderen zugehen oder Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, offen zu sein für diese Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau Geborenen ist auch ein Thema Liebe, Partnerschaft, weil sie möchten das in Ordnung bringen. Aber wichtig ist auch das Selbstbild, dass sie sich nicht aufopfern, sondern an sich selbst auch Liebe schenken. Und es ist auch wichtig, auch diese Wertschätzung sich selbst gegenüber und diese Wertschätzung auch verlangen von anderen. Dann kommt auch die Liebesleben in Ordnung, die Partnerschaft in Ordnung. Also die Jungfraugeborenen sollen darauf achten, dass sie sich nicht aufgeben oder aufopfern. Und dann kommt das alles im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sind Veränderungen, genau das spiegelt gerade das Leben, Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, Chancen, Möglichkeiten und nicht davonlaufen, nicht verunsichert sein, sondern auch mal Mut und Kraft zeigen und das ist eine gute Energie zur Zeit bei den Wagengeborenen, etwas Neues mal zu probieren, mal starten und wenn die Chancen da sind, das auch wagen für einen Neubeginn. Und das kann in allen Lebensbereichen sein, weil sie haben gute Gespräche oder wichtige Termine oder ein Vertrag ist zum Erwarten, also kann auch berufliche Veränderung sein. Oder ein Umzug, ein Mietvertrag oder Kaufvertrag ist auch möglich. Also die Veränderung ist auch vorteilhaft für die Wagengeborenen, eine wohnliche Veränderung. Aber in die Liebe, Partnerschaft haben die Wagengeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren bewegt sich gerade einiges. Was hindern kann die Skorpion geborenen, das ist die Gerechtigkeit. Entweder haben eine rechtliche Situation und das ist ziemlich zäh oder ungerecht verläuft das alles. Kann auch bedeuten, dass sie befinden sich in einer Situation im Arbeitsplatz oder familiär oder die Partnerschaft, wie auch immer. Und sie haben das Gefühl, das läuft so ungerecht. Und das macht die Skorpion geborenen gerade wütend. Aber sie sollen die innere Ruhe bewahren und auch geduldig sein, bis da Verbesserung kommt. Es handelt sich um Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist einiges in Bewegung und das ist beruflicher Erfolg, beruflicher Aufstieg in die Liebepartnerschaft. Haben auch Glück die Schützengeborenen, besonders die Schützendamen, weil eine Begegnung mit einem männlichen Person ist zum Erwarten, entweder eine Versöhnung oder eine neue Begegnung, also in die Liebepartnerschaft kommt auch die Bewegung und beruflich auch ein Aufstieg. Bei Tierkreiszeichen Steinbock geborenen ist wichtig die Freundschaften, Bekanntschaften, aber bitte überprüfen, weil das kann zu Enttäuschungen führen. Damit möchte ich nicht sagen, dass alle Freunde sind falsch, überhaupt nicht. Aber trennen die Spreu von Weizen und nur die Freundschaften pflegen, wo wirklich aufrichtig sind. Und wenn die Steinbockgeborenen sich ausgenützt fühlen, dann lieber zurückziehen. Also da ein bisschen aufräumen, das ist gerade ein Saturn-Thema und die Thema, die Bereich ist Freundschaften, Bekanntschaften
oder eine Clique oder eine Gruppe von Menschen, wie ein Verein oder eine Partei. Also da auch wichtig, auf die Kontakte achten, wen kann man vertrauen, wen nicht. Also das bisschen überprüfen. Und ein beruflicher Aufstieg nähert sich auch. In die Liebe, Partnerschaft ist die Begeisterung, Leidenschaft und auch die Leichtigkeit spürbar bei den Steinbock-Geborenen. Sie sollen das Leben nicht immer zu ernst zu nehmen. Was aber sie überprüfen sollen zurzeit, das ist die Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und das war mein Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.